Heute gibt es mal wieder ein super schnelles Gericht aus dem Ofen und zwar bereiten wir diesen leckeren Lachs-Kartoffelauflauf zu. In unter 10 Minuten ist das Ganze zubereitet, danach muss es nur noch in den Ofen und schon kann man ihn genießen. Und zwar brauchen wir Kartoffeln, die habe ich bereits geschält und in Würfel geschnitten. Dann brauchen wir noch Lachs, die habe ich ebenfalls gewürfelt. Für die Soße benötigen wir Milch sowie Schlagsahne und Crème fraîche. Crème fraîche könnt ihr übrigens auch weglassen, also je nachdem, ob ihr es mit reingeben möchtet oder nicht. Und noch einige Gewürze. Und zum Schluss brauchen wir dann nur noch Reibekäse. Zuerst den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, anschließend die Kartoffelwürfel und ebenfalls die Lachswürfel in einer Auflaufform oder zum Beispiel so wie ich in zwei Gusseisenpfannen hineingeben. Für die Soße werden alle Zutaten miteinander sehr gut verrührt, anschließend die Soße auf die Kartoffel- und Lachswürfel draufgeben, zum Schluss Reibekäse darüber streuen und das Ganze kommt dann für mindestens 30 bis 35 Minuten in den Backofen. Und dann könnt ihr den Auflauf auch schon sofort servieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schon mal schmecken. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und wir hören uns mal im nächsten Video. Bis dann!